Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo und... Oh, ich habe den sogar getroffen. Ja, ihr seht schon, wir sind im Mars Zoo und hier kommt schon wieder unser einer Hausmeister angesprintet, um ein neues Tier zu holen. Und, falsch gedreht. Wir gehen jetzt hier wieder geradeaus in unser Wildkatzen... Ja, Koppelbereich hier. Ja, wie auch immer man das nennen will. Und ja, ich bin ganz ehrlich wirklich am Überlegen. Diesen Zoo hier, der ist zwar schön und gut, ja. Wir haben hier dieses Gehege hier. Wir warten nochmal darauf, dass die Pfleger dann gleich wiederkommen. Aber was ich gerade angefangen habe. Dieser Zoo ist zwar schön und gut, aber ganz ehrlich, der ist so einschränkend. Ich weiß nicht. Also irgendwie die Idee dahinter ist geil. Aber ich bin am Überlegen, ob ich das Layout ein bisschen kleiner mache. Um ein bisschen schneller mit einem anderen Zoo anzufangen, weil dadurch, dass wir hier immer diese Kuppeln haben und so, muss man immer gucken, dass man darauf aufpasst, dass man eben Platz spart und sowas und alles Mögliche macht. Also ich weiß nicht, ob das die beste Idee war. Ich meine, es ist zwar interessant vom Thema her, finde ich, aber ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie ein bisschen kleiner machen. Also ich glaube, ich hatte ja in meiner Planungsepisode gezeigt, hier, komm, wir können das ganze Ding ja komplett einmal umdrehen. Ich glaube, das werde ich nicht machen. Das wird ein bisschen zu viel, weil ich meine, hier kommen 4 Gehege rein, hier kommen 4 Gehege rein. Vielleicht lassen wir das auch einfach so und machen hier hinten einfach das Ding zu, weil, ja, wie gesagt, ich glaube, das wird sonst zu groß. Und irgendwann wird es so langweilig, weil du musst hier recht kleine Gehege bauen. Und ich mag eigentlich die größeren Gehege mehr, ist mir so aufgefallen. Also wirklich, besonders auch durch dieses Top 5 ist mir das aufgefallen, dass diese größeren Gehege und so mit mehr Freiraum und so, machen mir deutlich mehr Spaß zu bauen. Deswegen, glaube ich, geht es denen wieder zurück. Aber ihr seht es doch schon, wir haben jetzt hier Jaguare. Und, ja, 2 Stück sind reingekommen. Wir haben die natürlich hier aus unserem Zuchtprogramm. 200-100er. Hier, genau, auch wieder. Also das Beste, was unser zu bieten hat hier. Und, ja, jetzt erstmal die Frage, können die irgendwo abhauen gerade? Nö, das ist gut. Dann die Frage, haben sie genug Boden? Ja, haben sie. Zu wenig Kletterfläche und ein bisschen zu wenig Wasser. Gut, das lässt sich alles einrichten, dass sie ein bisschen Wasser kriegen und sowas. Aber, ja. Nee, nur wie gesagt, wo ich gerade bei war, wie gesagt, ich glaube, ich mag große Zoos mehr. Also wirklich, so ein Wildpark oder so, ihr habt ja gesehen, da hatte ich Riesengehege, immer irgendwie was. Da hatte man Areas, die man ein bisschen vernachlässigt hat, dafür ein bisschen detailliertere Dinger. Aber das Problem hier ist halt wirklich, wenn man sich jetzt mal die Sachen hier anguckt, warte mal, ich mach mal ganz kurz hier uns hell, dann sehen wir auch wieder was. So, wenn man sich das hier anguckt, ich weiß nicht, irgendwie sieht das so, also es sieht okay aus, aber es sieht so zusammengefärcht aus alles. Also ich habe da mit diesem Gehege besonders hier, da haben wir in der letzten Folge gebaut, falls ihr es sehen wollt, haben wir, also das Gehege an sich ist ja geil, aber irgendwie, wenn man hier so von oben runter guckt, das sieht diesen Tieren nicht gerecht aus. Ich meine, guckt euch mal das Gehege an im Vergleich zur Größe von diesem Tier. Das ist irgendwie, ja, irgendwie bin ich damit nicht zufrieden, wie die aussehen dann am Ende. Nicht, weil sie schlecht aussehen oder so, sondern einfach, weil irgendwie Proportionen nicht passen irgendwie. Deswegen, glaube ich, machen wir dieses Layout, was wir hier stehen haben, machen wir einmal voll und dann sind wir hier fertig, glaube ich, mit. Weil, wie gesagt, also für alle, die wissen wollen, wie viel Aufwand das noch wäre. Ich meine, die großen Kuppeln wahrscheinlich 2 bis 4 Gehege jeweils. Hier hinten hatten wir ja gesagt, wollten wir eventuell Wölfe und sowas reinhauen und sowas. Also ein bisschen in europäische Richtung hier hinten gehen mit den 4 Kuppeln hier. In die Richtung müssten wir mal gucken, vielleicht ein bisschen in afrikanische Richtung. Und dann das gucken, aber ja, zumal, warte mal, was mir gerade aufgefallen ist. Wir haben uns doch gar nicht überlegt, wie zum Teufel wir die Tiere hier hinkriegen. Weil eigentlich müssten wir die mit einem Starship hierher kriegen. Das heißt aber, so ein Elefant oder so ist viel zu groß. Die kriegen wir nicht hierher mit so einem Ding. Weil, ja... Also, das funktioniert nicht wirklich. Stimmt, das ist eine gute Frage. Wie machen wir das eigentlich, die hierher zu kriegen? Aber egal. Dafür können wir uns ja irgendwie mal eine Idee überlegen. Aber als allererstes setzen wir uns jetzt hier dran, dass diese Bedürfnisse hier befriedigt werden. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir auch gleich mal mit an und bauen unser Gehege. Und dann haben wir halt... Ja, wie beim letzten Mal, ich glaube, das ist recht gut angekommen, wartet mal. Ja, doch, das ist wirklich ziemlich gut angekommen mit der, hier weiß es, Timelapses, also werde da wieder eine kriegen. Und ich werde es wahrscheinlich genauso wie beim letzten Mal machen. Dann vielleicht mich hier so positionieren, hier das Ganze bauen, dann, das Ganze am Ende nochmal durchführen und zeigen.
Und ja, einfach den Cut durch eine kleine Timelapse ersetzen. Und deswegen, wenn ihr dafür irgendwelche Vorschläge habt, die besser sein sollen oder so, dann sagt Bescheid, dann ändere ich das natürlich ab. Aber ja, dann würde ich mal sagen, bis gleich. Sieht schon, wie das Gehege jetzt aussieht. Und ich meine, ihr habt es ja eben auch schon gesehen, wie es entstanden ist. Hier oben, wie immer, ein bisschen kahl um den Eingang rum. Aber dann hier. Oh, nutzt du den Baumstamm? Nee, du springst einfach nur hier rüber. Ich dachte schon, weil den Baumstamm dürfen sie, glaube ich, nicht benutzen. Warum auch immer das Spiel das nicht will. Hier haben sie auch sogar... Wir haben den tief genug gemacht, um darin zu baden? Ui. Darauf habe ich ja gar nicht geachtet, dass es wirklich so tief ist. Okay, interessant. Aber ihr seht schon, wir haben hier unten ein bisschen... So diesen Papierbirkenwald gebaut jetzt hier. Ich wollte mir was anderes machen, weil sonst habe ich immer Dschungel gebaut für die. Hab mir gedacht, komm, Papierbirken. Ist mal was anderes. Wollte eigentlich so einen Riesenbaum hier reinstellen hier. Diese, warte, wo haben wir sie? Mal Büsche mal wegmachen hier und dann gucken. Eigentlich wollte ich... Nee, nicht den, der ist ein bisschen zu riesig. Wo ist denn der? Eine Stechpalme? Nee, Stechpalme war das nicht. Hier eine Ulme wollte ich reinstellen. Aber die habe ich, egal wo ich sie hingestellt habe, nicht ganz reingekriegt. Ihr seht schon, ich hätte sie hier ganz nach vorne stellen können an der Ecke des Geheges und sie würde... Ah, da wird sie ganz knapp reinpassen. Ah, da wird sie allen im Gesicht hängen. Das wäre dann, ja, nervig. Wollte ich eigentlich reinhaben, aber na, wollte nicht. Und dementsprechend haben wir es weggelassen jetzt. Und ja, wenn wir hier runtergehen, unseren Jaguar geht's hier ganz knapp gut. Also wirklich ganz, ganz knapp. Und ich finde, das reicht auch, weil, ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein wunderschönes Jaguar-Gehege. Aber was uns fehlt, ist halt Sachen für die Jaguar-Räderin. Deswegen haben wir die ja mal ganz kurz rein. Jaguar. Und zwar ein so einen Teil hier. So, perfekt. Dann der Gabelbock-Pinata kommt hier vorne in Gras rein. Den Feuerwehrschlauch klatschen wir hier in den Busch. Dann ein Essenstablett. Wo sieht man das denn gut von hier oben? Das ist die Frage. Wo sieht man Sachen gut von hier oben? Ich schätze mal hier unten. Da sieht man Sachen gut. Wasser brauchen wir nicht. Da haben wir hier schon. Warte mal, ist das Wasser auch aufbereitet? Oh, wartet mal. Ich muss das Wasser mal minimal modifizieren jetzt. So... Machen wir dafür hier vorne ein bisschen weniger. Und dafür hier hinten dann ein bisschen mehr. Jetzt die Frage, ist da mehr oder weniger Wasser jetzt drin? In dem Gebiet hier. Nee, genau gleich hier. Passt. Und jetzt sollte das Wasser genau in der Klärrange sein von dieser Station da hinten. Dann brauchen wir nicht noch eine extra neue. So, damit haben wir das Problem. Was fehlt uns dann noch? So eine Schlafmöglichkeit könnten wir noch reinhämmern. Klatschen wir die mal hier unten rein. Einfach damit wir die Animationsmöglichkeit haben. Also ich meine, wir brauchen sie nicht wirklich. Aber damit kriegen wir eine neue Animation. Und eine neue Animation, da sagt man natürlich nicht Nein zu. Ich meine, wer würde zu einer neuen Animation schon freiwillig Nein sagen? Ein Kratzbaum. Ah, eine Waldkiefer, scheiße. Und der hier passt eigentlich auch nicht richtig rein.
Ja, können wir so machen. Dann sieht man hier ein bisschen weniger straight runter, aber stört ja nicht. Ich hoffe, dadurch, dass wir den Boden gesetzt haben, so ein bisschen, stört das nicht irgendwie unsere Jaguare beim Kratzen. Eine Reibetafel können wir auch nochmal hier an den Baum setzen. Hier so dran. Wie gesagt, wir wollen, müssen gucken, dass man die sehen kann, die Sachen. Weil ansonsten bringt uns das überhaupt nichts. Der Reibebaum ist jetzt, naja, schade. Aber gut. Hier unten in die Ecke können wir nochmal einen Pappkarton schmeißen. Den Drehfutterspender bauen wir wie immer an unserem Baum rein hier. Nehmen wir mal den hier. Dadurch, dass die Papierbirken so dünn sind, wird es doch sogar richtig schwierig. Aber gut, damit haben wir es geschafft. Und ja gut, Fische brauchen wir nicht. Die können wir nicht nehmen. Dafür haben wir zu wenig Wasser. Also das muss ich auch unbedingt mal ausprobieren. Einfach einen Fischfutterspender hier für die reingeben. Aber wie gesagt, dazu haben wir zu wenig. Die würden einfach hier in der Luft rumfliegen und das sieht scheiße aus. Aber ja, wir können ja nochmal ein finales Walkthrough machen hier durchs Gehege. Hier oben, mit schöner Aussicht auf Umgebung hier. Kann man denn hier runtergehen? Diesen kleinen Pfad lang. Das haben wir jetzt immer gemacht. Und dann haben wir hier unsere Jaguare. Und warum war denn noch nass? Ach, egal. Dann gehen die hier lang und haben hier ihre wunderschönen Spielzeuge alle rumverteilt. Hier alles. Können dann hier unten rumrennen. Können auf die Bäume klettern und sowas. Ich wollte ein bisschen natürlicher halten jetzt. Oh. Was zur Hölle soll das? Ich zeige hier gerade ein Gehege. So. Haben dann hier ihr Tränken, ihr kleines Schwimmbad und so, können sich erholen. Haben hier vorne so eine kleine, deutlich detailliertere Area. Und ja, ich finde, das sieht doch ganz schön aus, um ehrlich zu sein. Und ja, was haben wir denn hier so als Warnung? Keine Geldautomaten? Okay, das ist natürlich scheiße. Da müssen wir uns nochmal drum kümmern, schnellstmöglich, glaube ich. Stromquellen nicht zugänglich. Okay, das geht, aber keine Geldautomaten, das geht nicht. Dann müssen wir nochmal kurz gucken. Wir brauchen hier in diesem Bereich einen Geldautomat irgendwo. Also irgendwo hier muss ein Geldautomat rein. Weil ansonsten funktioniert hier gar nichts mehr bald. Ich meine, wir können hier hinten hin, aber dann hätten wir das Problem mit dem Mitarbeiterraum hier. Da dürfen die nicht so nah dran. Hm. Wo kann man einen Geldautomat hinstellen, ohne dass es irgendwen stört? Stellen wir mal einen hier hin und machen den orange. So. Dann haben wir einen Geldautomaten. Und hier eine Seite, bei dem könnten wir noch einen reinstellen, obwohl das wäre schade um das Bild. Ey, da sieht scheiße aus. Hier rein. So an der Seite. So. Okay. Damit haben wir hier einen. Am Eingang würde ich noch einen ranstellen, glaube ich. Zumal wir hier auch genug Platz haben, einen ranzustellen. Irgendwo. Wenn wir denn eine geeignete Stelle finden. Okay, nee, da ist scheiße. Okay, wir hätten theoretisch einen Platz, aber wir bräuchten halt einen Platz, wo wir ihn vernünftig hinstellen können. Und da haben wir doch schon einen an der Seite. So, schon steht hier einer schön. Können wir den hier auf der anderen Seite auch einfach reinstellen? Ja, können wir. Okay. Perfekt. Damit haben wir dann auch Geldautomaten. Weil Geldautomaten sollte man tatsächlich immer mal wieder haben. Besonders an Stellen, wo man verkaufen kann, möchte und sowas. Weil wenn man da keine Geldautomaten hat, dann kaufen einem Leute irgendwann nichts mehr, weil sie kein Geld mehr haben. Und ja, wie gesagt, hier bei denen ist ja recht einfach, einen Zugang zu legen. Da müssen wir halt nur gucken, dass wir hier den Weg erstmal wieder geradeaus durchkriegen. Und ja, nur das würde ich mal sagen, mache ich Offcam. Hatte ich ja sowieso schon lange vor, Offcam zu machen, sowas hier. Dann gehen wir einfach ja nur hin, machen hier 4 Meter und sagen so, so. Und schon ist das Ganze hier zugänglich. Genau das gleiche auf dieser Seite. Gehen wir hin und machen den hier. Na. Kollege, willst du wirklich nicht dran? Okay, dann machst du halt so eine ganz kleine Schleife. So. Und alle Probleme wieder weg. Den Kollegen geht's gut. Und ja, in der nächsten Folge, weiß ich noch nicht, was wir genau machen. Wahrscheinlich ein bisschen Planung. Ja, also wahrscheinlich wieder ein bisschen Planung. Ein bisschen was hier zwischen diesen Kuppeln machen. Vielleicht das nächste Mitarbeiterzentrum, weil wir haben bisher ein einziges Mitarbeiterzentrum und das hier unten unter der Erde.
Wir müssten hier hinten eigentlich nochmal eins irgendwie ranbauen. Irgendwo so hier an der Seite und hier an der Seite. Und was ist eigentlich gerade unser Lieblingstier im Zoo? Amur-Leoparden, ah ja. Sehr interessant. Und ein paar Vivarientiere müssten wir auch mal reinbringen. Ah, das will ich auch nochmal machen, ein Vivariengehege reinbringen. Aber, ja, wie gesagt, wir müssten irgendwo hier ein Mitarbeitergebäude nochmal reinbringen irgendwann. Weil, ja, dieses eine hier unten ist für diese vier Kuppeln zuständig. Ich würde sagen, pro vier Kuppeln gibt es ein Gebäude. Also die vier Kuppeln, die vier Kuppeln, die vier Kuppeln. Und diese Kuppel teilt sich dann irgendwie eins noch. So würde ich es, glaube ich, planen. Und ja, wie gesagt, dann haben wir halt hier irgendwie eins zwischen. Haben wir hier eins zwischen. Die sind dann alle immer recht schnell hier in diesen Kuppeln. Ja, doch, das ist eine gar nicht mehr so schlechte Idee, glaube ich. Und dann würde ich aber mal sagen, gucken wir nochmal hier bei den Jaguaren rein zum Abschluss hier. Wo sind sie denn hier? Im hellgrünen Bereich. Ich würde ganz gerne eigentlich einen hier vorne vorhaben. Ah ja. So, was machst du hier? Springst du? Nee, gehst scheißen. So, nehmen wir den hier. Ah ja. Ich würde mal sagen, an dieser Stelle haben wir dann auch genug gemacht für heute. Wir haben ein schönes Jaguar-Gehege. Und wie gesagt, ich finde es schön. Aber wie gesagt, man merkt halt, dass man Restriktionen hat durch diese Kuppeln hier und so. Und wie gesagt, ich glaube, wenn ich einen neuen Zoo baue, irgendwann dann mal hier nach, werden wir auf jeden Fall einen größeren bauen, der ein bisschen, ja, freier gestaltet werden kann, sozusagen dann. Der halt, weil wir haben genug Platz. Ich meine, guckt euch mal diesen Platz an, den wir hier haben. Wir hätten hier riesen Platz für einen riesen Zoo. Und ich beschränke mich hier auf solche kleinen Dinger hier. Und ja, dementsprechend, ich würde aber mal sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Oder lasst doch gerne ein Dislike da, wenn es euch nicht gefallen hat. Aber dann wäre es schön, wenn ihr mir schreiben könntet, warum es euch nicht gefallen hat. Weil, ja, kann ich mehr von machen. Oh, das ist gerade... Oh, so rum wäre... Ja, ich hätte es gerne andersrum, aber man kann es ja spiegeln. Okay, aber auf jeden Fall, wie gesagt, bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben da lässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.